heute gibt es noch wieder ein Video und zwar über einen Nerf Blaster aus der Star Wars Rogue One Serie. Und den stelle ich euch heute mal vor. Und da hätten wir ihn, den Star Wars Rogue One imperialen Death Trooper Blaster. Jo, der kostet richtig Asche, fast 60 Euro für so einen kleinen Blaster. Ich finde, das ist Hammer, halt Star Wars. Von dem gibt es übrigens zwei Versionen. Ja, und wahrscheinlich auch nur wieder in den USA. Hier sind wir bei Toys R Us. Und zwar unten die normale rote Version, die man so überall kaufen kann. Und oben dann die grüne mit zusätzlich einem Zielfernrohr und einer Schulterstütze. Wer sich den Blaster näher in der normalen schauen möchte, der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Jetzt hätte ich fast noch was vergessen zu zeigen. Die Clawstrike Darts kann man ja auch nachkaufen. Jo, da kostet das Stück aber über 1 Euro, also 14 Stück, knapp um die 17 Euro. Was ich ziemlich cool finde, ist auf jeden Fall die Verpackung der Darts. Ja, und ich finde mal, die schaut doch richtig nice aus. Da wir ja auch alle Sparfüchse sind, hier so ein kleiner Tipp, man könnte sich auch 100 von den China Darts in verschiedenen Farben leuchtend für ca. 12 Euro bestellen. Ja, und so bekommt er den Blaster geliefert. Hier wäre dieser, die Darts, 3 an der Anzahl. Wir drehen das Ganze rum. Ja, hier seht ihr den Blaster nochmal, ein paar Informationen. Und dann packe ich den doch jetzt mal aus. Ja, das war schön, ist in der Verpackung drin gewesen. Wir haben einmal den Blaster, ein Anbauteil und die Darts. So, das hier wird einfach dran gesteckt. So nicht. Sondern andersrum, das seht ihr auch dann hier, weil das jetzt hier schön übereinander geht. Zack, jo, das war's gewesen. Und dann habt ihr den Blaster jetzt schon zusammengebaut. Allzu viel zu zeigen gibt es eigentlich nicht. Farblich, ja, also die grüne Version würde mir auf jeden Fall besser gefallen. Gibt es aber dann erstmal nur in den USA. Hier haben wir dann halt rot, orange und grau. Hier hinten kann man nachher Schulterstützen dran machen und hier oben auf die Schiene dann weiteres Zubehör. Dann haben wir hier den Trigger. Da seht ihr schon. Hier oben. Sind dann die, müssten, ja, diese Lichtleiste ist dann hier verbaut. Zeig schnell nochmal im Dunkeln. Ist aber seitlich jetzt nicht zu sehen, sondern nur in diesem Bereich. Und zwar einmal hier, hier oben und dann da. So, gucken wir mal hier rein. Da steckt man nachher die 3 mitgelieferten Darts rein. Das sind ganz normale Nerf-Darts, ein bisschen farblich anders. Und mit Star Wars Logo, Star Wars gleich, sehr, sehr teuer. Ja, da ist es batteriefrei. Ich zeige es mal gerade. Da waren sogar schon Batterien dabei gewesen. Man glaubt es kaum. Da hat Nerf sich richtig ins Zeug gelegt und keine Unkosten gescheut. 3-mal Batterien kommen da rein. So, machen wir das mal wieder zu hier. Und ja, laden, Hand runter, nach hinten, nach vorne. Und dann könnt ihr einen Schuss abgeben. Und hier seht ihr schön, na jetzt ist es, Moment, wenn ich das jetzt nach hinten mache, wo die Darts nachher beleuchtet werden, damit man die im Dunkeln dann sieht. Und wenn man jetzt einen Schuss abgibt, zack, geht das Licht wieder aus. Die Darts leuchten ja im Dunkeln, das kann ich euch mal zeigen. Das sind China Darts, auch leuchtend, aber dann halt ein bisschen günstiger aus China. Zack, einmal, zack, zweimal. Seht ihr? Schön am Leuchten. Und so könnt ihr die dann im Dunkeln verschießen. Ihr seht die auch und man kann sie auch prima dann wieder aufsammeln, wenn man zum Beispiel im Dunkeln spielen sollte.
So, einmal im Dunkeln. Schaut dann so aus. So, ich schalte mal so von oben. Wird halt so ein... Tschu. Das geht von hinten nach vorne. Tschu. Ich finde es ganz nett gemacht. Jetzt tue ich ihn gerade nochmal laden. Da habt ihr vorne sogar so ein kleines Licht jetzt noch. Seht ihr? Da könnt ihr so einen Bereich sogar ausleuchten. Wenn ihr es nach vorne macht, bleibt das ja auch an. Und wenn ihr dann einen Schuss abgebt, piu, geht es wieder aus. Ja, Enten habe ich gestern gezeigt. Heute kommt der Schui dran. Das ist meine gepimpte Schui-Maske. Die habe ich ja damals mit so einem Stoff versehen, weil man sonst immer den Mund hier gesehen hat. So. Drei Darts sind drin. Licht aus. Laden wir mal. Ihr seht auch, richtig cool sieht es aus, wenn das Licht zum Aufladen der Darts aktiviert ist. Und dann... Wow, cool. Das sieht doch mal fett aus, oder? So, jetzt nehme ich mal die China Darts. Steck mal die auch mal da rein. Und gucken wir mal, ob wir die auch verschießen können. Jo, geht auch. Cool. Ja, was kann man Schönes an dem Plaster dran machen? Wir fangen mal hinten an. Diverse Schulterstützen. So. Naja, bleib stehen. So, einmal. Ja. Ich brauche mehr Platz für Zeit, dass ich meine neue Wohnung bekomme. So, seht ihr? Das ginge zum Beispiel. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann, das habt ihr gesehen bei dem grünen Set. Da war ja so eine Schulterstütze mit dabei. Hier könnt ihr die von der Raider zum Beispiel nehmen. Wäre auch nicht verkehrt. Ich denke mal, der ein oder andere hat es bestimmt noch daheim rumfliegen. Modulus, Modulus, Modulus. Sieht doof aus, weil das hier hinten so hoch guckt. Nö, gefällt mir nicht. Retaliator. Jo, sieht ein bisschen witzig aus, finde ich. Und da ist noch was. Nee, oder? Ja, ist auch wieder hier so. Der Bereich ist hier zu viel. Das passt irgendwie nicht. Das müsste so übergehen. Das wäre cool. Jo. Jo, ich mach mal die dran. Obendrauf, man könnte von der Battle Scout, muss man gerade gucken. Boah. Ach ja. Die Kamera dran machen. Mein Gott, ist das hier wieder. So, von der Battle Scout könnte man die Kamera dran machen. Dann könnt ihr euch filmen. Diverse andere Zielfernrohre. Oh, das sieht jetzt schlecht aus. Nehmen wir den noch hier. Der gefällt mir noch immer so mit am besten. Jo, seht ihr? Moment, ich muss das mal so zeigen. Wo ist denn der rote Punkt? Der Rotpunkt. Zack. Und da ist er wieder. Den könnte man zum Beispiel dann auch dran machen. So, mal gerade was gucken. Ich habe da noch zwei andere Schulterstützen. Die sind aus dem... Nee, sind sie gar nicht. Die sind aus China nämlich. So, dann könnten wir einmal diese hier nehmen. Dann schaut das Ganze... Oh, ich muss das mal hier so hoch machen. Dann schaut das Ganze so aus. So, ein bisschen abenteuerlich. Oder man nimmt diese hier. Dann schaut das Ganze... Oh, so aus. Und die kennt ihr ja, die könnt ihr ja dann nachher noch hier in so geil cool, habt ihr so eine Kurzversion, einklappen. Jo, das ist zum Beispiel jetzt möglich, wie man den Plaster sich dann gestalten könnte. So, hier noch ein kleiner Schusstest, um nochmal die leuchtenden Darts zu zeigen. Ja, noch so ein kleiner Reichweitentest. Ich habe jetzt mal
Nerfsalz reingetan. Wir halten den Blaster erst gerade. Oh, der wollte nicht mehr raus. Oh, ich würde mal sagen, vielleicht so 9 Meter. Jetzt halte ich den mal ein bisschen schräger. So, zack. Richtig hier reinstecken. Hui. Ja, bis in die Hecke da oben. Hui, genau. Also schräg gehalten, ja. Sag mal, vielleicht 14 Meter. So. Jetzt nehmen wir hier noch die China Darts. Die passen eigentlich ein bisschen besser rein. Die sind ja minimal ein bisschen dicker. So. Da tut sich aber von der Reichweite jetzt eigentlich nichts. So, 3 Stück haben wir noch. Jetzt halten wir das Ganze auch wieder schräg. Ja, also das kommt aufs selbe raus. Jetzt habe ich euch den Star Wars Rogue One Imperialer Death Trooper Blaster auch mal kurz vorgestellt. Ist mehr was für Fans, weil A, viel zu teuer. Star Wars Lizenz kostet halt richtig Geld. Sehr gut verarbeitet, optisch, gut die Farben halt. Ich finde das Grüne halt cooler. Was mir aber sehr gut gefällt, sind diese Lichteffekte plus dann der Sound. Ja, man kann halt nicht so viel dran befestigen. Seitlich gibt es keine Schienen, hier unten drunter ist auch nichts vorhanden. Also nur hier oben und beziehungsweise dann hinten an der Schulterstütze. Reichweite war jetzt auch nicht so pralle gewesen. Wer sowas zum Beispiel für Rollenspiele braucht, kann sich das auf jeden Fall kaufen. Ansonsten, ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr so viel Geld dafür ausgeben wollt. Das war der Testmischer von YouTube. Dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.